Tatsächlich hat der Konflikt mit Russland jetzt schon sehr große Auswirkungen und die werden uns länger beschäftigen, tatsächlich unabhängig davon, wie lange der heiße Krieg, die Auseinandersetzung direkt dauert. Denn wir können uns diese Abhängigkeit nicht leisten. Wir müssen unsere eigene Stärke aufbauen für die Zukunft. Das heißt, Energieversorgung muss sicher sein, nicht abhängig von Russland. Und auch militärisch müssen wir eine viel stärkere Position aufbauen. Also es wird dauern, bis wir aus dieser Krise herauskommen. Aber wir sind immer noch in einer Phase, wo eigentlich ein starkes Potenzial da ist, uns weiter zu erholen. Weil wir sind ja noch gar nicht richtig aus der Pandemiekrise heraus. Die Wirtschaft, die Nachfrage, die Wirtschaftsleistung ist immer noch vor dem Stand von 2019. Und das bedeutet natürlich auch ein deutliches Potenzial noch. Deswegen rechne ich nicht mit einer längeren Rezession, also negativem Wachstum, sondern mit einer starken Verlangsamung. Und die Erholung verschiebt sich weiter in die Zukunft. Ich hoffe aber weiterhin, dass wir nächstes Jahr eine gewisse stärkere Erholung beobachten können. Die akute Herausforderung ist, die Energiesicherheit herzustellen. Da muss die Regierung alles tun, was geht. Also nichts auslassen, auch die Kernkraftwerke verlängern, auch eigene Fördermöglichkeiten für Erdgas explorieren und natürlich die Erneuerbaren voranbringen. Aber schon der hohe Preis für fossile Energie, den wir auch wirken lassen müssen, leider, wird dafür sorgen, dass wir alle Verbraucherunternehmen uns versuchen anzupassen. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir als Energieimporteur höhere Energiepreise für längere Zeit zahlen. Die fossilen Brennstoffe sind knapp. Wenn wir Russland herausnehmen als herausragenden Versorger für uns, dann wird es länger teurer. Wir können uns besser aufstellen, indem wir alle anderen Möglichkeiten nutzen. Kohle, Nuklear, eigene Förderung, um auch das Angebot auszubauen, also nicht nur höhere Preise wirken zu lassen, sondern auch ein höheres Angebot zu haben. Aber wir werden natürlich auch sparen müssen, energieeffizient einsetzen müssen.